Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ansonsten, falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Sarah. Hallo zusammen. Und von mir gibt es hauptsächlich Fashion-Videos. Das heißt, in diesem Sommer stelle ich euch mal wieder die neuesten Trends vor, die brandaktuell sind. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Ganze interessiert und ihr meinen Content feiert, dann folgt mir doch gerne auf Instagram. Da seht ihr die Bilder dazu nämlich immer live und in Action. Und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen, denn in Zukunft gibt es noch mehr Fashion-Content von mir. Ich nerv euch gar nicht weiter. Ganz viel Spaß beim Video und ich fange an. Fangen wir mit dem ersten Trend an. Und weil ich ein Trendmädchen bin, trage ich ihn direkt am Leibe. Und zwar geht es um diesen Stoff Frotté. Das ist ja eigentlich ein Handtuchstoff, so wie wir ihn kennen. Aber der ist aktuell auf Kleidung übertragbar. Ich habe hier ein Exemplar an, das ist ein Frotté-Kleid. Das gibt es aber hauptsächlich in Bikinis, habe ich gesehen. All over Instagram seht ihr diese Frotté-Style-Bikinis in allen möglichen Farben. Genauso wie diese Hemden oder so Zweier-Sets. Alles in Frotté. Es hat seinen absoluten Trendmoment, gibt es auch überall erhältlich aktuell. Deswegen, wenn ihr das feiert, es ist super bequem übrigens, dann schlagt da definitiv zu. Dann einer der aktuellsten Trends, die auch wirklich schon da sind, ist der asymmetrische Trend. Dabei geht es um Oberteile, das seht ihr vor allem auf TikTok oder bei meinem TikTok-Hacks-Video, da stelle ich das sogar vor. Ich werde es hier oben einblenden, wie immer. Da ist die Rede von Oberteilen zum Beispiel oder Kleidern, die zum Beispiel auf derselben Seite die Bänder haben und dann eine Schulter frei. Aber ihr werdet bestimmt sofort wissen, was ich meine. Das ist nämlich der Trend, der aktuell überall kursiert. Und wenn ihr den verpasst habt, dann weiß ich auch nicht. Dass er an euch vorbeigezogen ist, ist ein Wunder. Aber spätestens jetzt seid ihr informiert, dass das der heißeste Trend aktuell ist. Weiter geht's mit einem Trend, von dem ich etwas überrascht war, dass wir ihn zurückhaben. Und zwar dieser Distressed Denim Trend. Und zwar ist ja schon lange jetzt im Trend. Diese Baggy Pants und alle Hosen, die wirklich weiß sind, Skinny Jeans haben abgedankt. Aber auch so Distressed Details hatten lange jetzt keine Zeit mehr. Sie sind aber zurück. Aber ebenfalls in dieser Baggy Form, dann stackend auf irgendeinem coolen Sneaker, so einem Jordan 1 oder so, habe ich schon ganz oft gesehen. Und meistens die Risse irgendwie so um die Knie-Area rum. Also sieht an sich ganz cool aus, muss ich sagen. Meistens haben die so eine richtig helle Waschung und dann dieses super weiß ausgefranste Denim. Aber nicht, dass man das ganze Bein sieht. Diesen Trend hatten wir ja leider auch mal. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Wirklich nur so ein bisschen noch, dass die Fäden da drin sind. Sieht an sich, muss ich sagen, ganz cool aus. In der richtigen Style-Kombi natürlich. Einer meiner Lieblingstrends aktuell ist der Blumenprint. Ich liebe diese Kleider, die überall momentan auch wieder am Start sind. Ich werde euch hier mal ein paar Bilder einblenden, dann werdet ihr sofort wissen, was ich meine. Die haben dieses süße Blümchenmuster. Genauso sehe ich dieses Muster ganz oft bei Hosen zum Beispiel. So ein bisschen hippie-mäßig oder Kleider haben ganz oft diesen Vibe. Einfach so ein bisschen Anfang 2000er, das ist ja auch super der Trend aktuell oder die Phase, in der das Ganze zurückkommt. Aber Vorsicht, ihr könnt aber auch da ziemliche Patzer haben. Deshalb guckt, dass ihr da auf jeden Fall nicht übertreibt. An sich ist es aber ein mega cooler Trend. Dann mein absoluter Lieblingstrend, von dem ich liebe, dass er zurück ist, weil er genau meinem Stil entspricht, sind Neckholder-Sachen. Alles in Neckholder, auch Anfang 2000er übrigens. Deswegen hat das auch jetzt wieder seinen Moment. Ich liebe Neckholder, ich trage es auch selber gerade. Ich finde, es macht einen extrem schönen Rückenausschnitt. Kann man einfach nicht anders sagen. Und deswegen liebe ich es, dass er wieder da ist. In jeder Form, in jeder Farbe, in jedem Stoff. Also Neckholder ist genau mein Ding. Deswegen, wenn ihr das ähnlich seht wie ich, geht einfach auf jeglichen Online-Shop. Da werdet ihr definitiv Neckholder-Pieces finden. Dann jetzt mitten im Sommer haben natürlich Bademoden ihre Momente. Deswegen kann ich euch dazu sagen, dass in der Bademodewelt aktuell so Triangel-Bikinis mit diesen dünnen Bändern total ihren Trendmoment haben, weil die einfach vielseitig umsetzbar sind. Ihr könnt zum Beispiel auf meinem TikTok auch nachschauen oder allgemein auf TikTok der App seht ihr definitiv verschiedene Bikini-Hacks, wie ihr den in verschiedenen Styles knoten könnt. Dann habt ihr auf einmal 15 verschiedene Bikini-Kombinationen aus einem einzigen Bikini oder sogar nur einem Oberteil. Deswegen hat das aktuell seinen Trend. Es ist praktisch, es sieht gut aus und wieso nicht? Also wenn man es tragen kann, ich finde, es schmeichelt einfach der weiblichen Figur total und deswegen liebe ich, dass dieser Trend aktuell wieder da ist. Dann ein Trend, den ich ebenfalls dringend empfehlen würde, wenn ihr ihn feiert,
sind diese Satin-Schals. Also die Rede ist von diesen Satin-Tüchern, die sind meistens in so einem Rechteck oder Viereck und wenn ihr die dann zusammenschlagt, habt ihr ein Dreieck daraus, könnt die cool als Oberteile anziehen, in auch verschiedensten Kombinationen oder über dem Kopf als Bandana, also da gibt es ja tausende Variationen. Ich finde, da kann man super gut mit bestimmten Prints oder Styles spielen und sieht einfach super trendy aus und mega schön. Gerade jetzt im Sommer, dieses Bunte kommt auf jeden Fall richtig gut an. Dann sind Matching Sets jetzt schon seit einer längeren Weile im Trend, aber jetzt im Sommer aktuell sehr. Ich finde, Matching Sets sind einfach easy zu stylen. Ihr habt etwas, was zueinander passt, was ihr immer genau in dieser Kombi anziehen könnt. Ihr könnt die Sachen aber auch einzeln und in anderen Kombinationen mega gut stylen. Deswegen finde ich, spricht eigentlich gar nichts gegen Sets. Ich liebe es, dass ihr da entweder simpel, einfach in schwarz oder so wie ich jetzt hier zum Beispiel, die Sets tragen könnt und gut angezogen seid. Sieht halt auch ein bisschen schicker aus. Oder aber wenn ihr tagsüber im Sommer zum Grillfest geht oder zum Beach oder was auch immer, könnt ihr da eben diese bunten, schrillen Sets anziehen. Gibt es auch in jeder Form, Farbe, Größe, wie auch immer. Deswegen auch ein Trend, den ich nicht mehr missen will. Diese Sets, von denen ich gerade gesprochen habe, die haben noch einen weiteren Trend aktuell. Und zwar diese String-Details. Die gibt es ja ganz oft. Gerade diese Bänder, die dann um den Bauch mehrfach zu wickeln sind, die ihr stylen könnt, wie ihr Bock habt, wie es euch steht, eurer Figur schmeichelt. Das ist auch aktuell mega im Trend. Ich habe gesehen, die gibt es mittlerweile sogar mit so Perlen dran. Und das ist auch mega schön. Also die sind super im Trend wirklich und ich liebe es, weil ich finde das einfach so ein bisschen kaschiert zum einen, weil es den Fokus einfach auf diese eine Stelle nur legt, am Bauch oder wo auch immer. Und trotzdem ist es einfach so ein Basic-Outfit, wie jetzt schwarz oder weiß zum Beispiel von diesen Sets, was ihr dadurch durch einen simplen Hack im Endeffekt super gut aufwerten konntet. Deshalb, ich liebe das an der Mode, dass bestimmte Kleidungsstücke einfach durch kleinen Aufwand mega gut in Szene gesetzt werden können. Dann haben Korsetts aktuell auch total den Trendmoment. Ich finde, da muss jeder selber entscheiden, ob es ihm steht und ob er sich darin wohlfühlt. Ich persönlich mag den Trend an sich schon, aber ich könnte ihn an mir jetzt mir weniger vorstellen. Deswegen, wenn das was für euch ist, nehmt diesen Trend auf jeden Fall mit. Er ist super schön, schmeichelt total der weiblichen Figur oder den Rundungen, die man dann hat. Und deswegen ein Trend, den ich absolut supporte. Aber ich selber kann ihn bei mir, glaube ich, mir weniger vorstellen, wie gesagt. Kommen wir auch schon zum letzten Trend in diesem Video. Und zwar ist die Rede von bunten Brillen oder Brillengläsern. Ihr kennt bestimmt noch vom letzten Sommer diese schwarzen Aviator-Style-Brillen. Die hatten diesen orangenen Film innen, also diese Gläser waren wirklich orange oder pink oder blau, aber mittlerweile gibt es auch das ganze Brillenmodell in dieser einheitlichen Farbe. Finde ich, sieht super cool aus, kann man natürlich mega gut ein Outfit so aufwerten. Dazu irgendwie in der passenden Farbe die Tasche oder ein Gürtel oder was auch immer kombiniert, sieht einfach super stylisch aus. Wenn ihr dazu einfach ein simples Basic-Outfit tragt, seid ihr mega gut angezogen. Das finde ich halt an Accessoires allgemein immer eine super Sache. Das waren sie, Leute, meine Sommer 2021 Trends und die Prognosen, die ich dazu so ein bisschen gestellt habe. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr den einen oder anderen Tipp gut fandet oder umgesetzt habt, vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und hinterlasst natürlich gerne einen Kommentar, welchen Tipp ihr denn am besten fandet oder welchen ich vielleicht sogar vergessen habe. Deshalb, ich freue mich, dass ihr dieses Video bis hierhin geschaut habt. Sagt vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!